Ahu, die beschild mein Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Going Medieval Dynasty mit eurem Erik Vikingson, dem Ragnar und natürlich seinem neuen Freund, dem Osbert. Und die Folge muss ich beginnen, wie gewonnen, so zerronnen. Ihr seht, der Eintopf ist weg. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht, mir ist ja gar nicht aufgefallen. Hier kann man ja rein. Wisst ihr, das Problem ist, das haben sich auch die Füchse und Marder gedacht, die hier rumrennen. Er hier, der Iltis, der ist rein und hat uns die ganze Vorrede geholt. Der Osbert kocht hier erstmal gar nicht und das ist, ja, er kocht für niemanden. Und wir werden jetzt erstmal dem Ragnar sagen, dass er jetzt auf jeden Fall überall da, wo er jetzt die 1 hat, kriegt er jetzt nämlich die 2 hin. Hat er gar nicht, er geht nämlich jetzt jagen, der Ragnar. So, das ist jetzt seine Hauptaufgabe und wir werden ihm jetzt sagen, dass dieser Iltis gejagt wird und wir gehen jetzt mit dem Ragnar auf jeden Fall auf die Jagd, wenn er fertig ist mit Beten. Ah, hier wird sich unterhalten. Daumen hoch. Hast du gut geschlafen? Ja, draußen im Regen. Der Auswärter hat im Regen geschlafen, weil das Dach noch nicht drauf war. Ja, Bogen ist da. Jetzt gucken wir den Ragnar erstmal zu. Da kommt er. Guck mal, er hittet schon. Ah, verfehlt. Was machst du denn? Ah, er ist aber dran. Er hat ihn schon mal angedöpst. Komm, Ragnar. Machen wir ein bisschen schneller hier. So, Ragnar, komm. Ach, schade. Jetzt kriegst du ihn aber, komm. Der hat unser Essen geklaut, der Drecksack. Jetzt schläft er. Ragnar, du musst da treffen. Hast du Betäubungsfeinde dabei oder was? Du triffst überhaupt keinen Schröndor hier. Das ist doch Wahnsinn. Ich denke, du bist Jäger. Bin ich froh, dass die Wölfe hier nicht angreifen. Wo ist denn der jetzt hin? Direkt zum Kochtopf gerannt oder was? Nee. Doch, ist er fertig? Hat er den jetzt erwischt? Ich weiß es nicht. Nee, da liegt er noch. Du musst da mal treffen, Junge. Jetzt hat er ihn erlegt. Herzlichen Glückwunsch nach dem 800. Pfeil. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. So, dann können wir das Jagen auch wieder rausnehmen bei ihm. Sonst jagt er nämlich ständig jetzt hier gleich. Ja, machen wir wieder auf die 3. So, da legst du dir runter. Jetzt kommt der Wolf und holt sich das oder was. Da kriegst du doch eine Macke. Wie kann man denn... Also das gibt's ja gar nicht. Jetzt müssen wir den Wolf jagen. Jetzt gehen beide rein. Oh, das ist schwierig. Ragnar, warte mal kurz. Den musst du jetzt auf jeden Fall aufknüpfen. Oh, das ist uncool. Das ist jetzt gerade uncool. Nee, warte mal. Ich bin doch blöd. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir bauen nämlich hier zu. Und dann ist das Ding nämlich hier durch. Sehr gut, Ragnar. Du bist schlau. So, Kochkunst läuft beim Osbert. Ich hoffe, er macht das jetzt als allererstes zu, unser Kumpel. Ja, macht das. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann hat sich das nämlich erledigt. Wenn du halt die zwei Sachen hier noch zumachen könntest, mein Freund. Was macht denn jetzt? Wäre ich dir sehr, sehr dankbar. So. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt machst du die zwei noch zu hier und dann hat es sich doch erledigt eigentlich. Gut, dann können sie hier noch rein. Wir müssen das jetzt zumachen. Das muss erst zugemacht werden. Der Oswald kocht auf jeden Fall. Ich würde ihm aber sagen, dass er jetzt vielleicht mal anfangen soll. Die ganze Geschichte erstmal wieder, ja, erstmal zu erforscht. Ey, da muss ich nichts sagen. Erforscht. Er hat die 30 Dinger voll hier anscheinend. Läuft. Sehr, sehr cool. Und der Ragnar kümmert sich hier um, dass das zugemacht wird. Der älteste Kadaver wurde im Lagerplatz zu Kompost. Das ist nicht schlimm. Jetzt kommt der Wolf wieder. Guck dir das an. So. Das gibt es ja nicht, ey. Wir kochen und kochen und kochen und die machen uns das Zeug weg. So. Ganz großes Kino. Hier werden die Bücher gelesen, das ist gut. Wir kommen in der Forschung sehr gut voran. Das ist in Ordnung. Wie viele Bücher haben wir? 16. Wir brauchen für die nächste Forschung, das wird auf jeden Fall die Landwirtschaft sein, brauchen wir 10 Bücher. Ja?
Das heißt, 15 haben wir schon zugeordnet, 1 haben wir jetzt gelernt. Das heißt, wenn hier 25 stehen, können wir ja in die Forschung rein, Landwirtschaft. So, jetzt macht das zu hier, komm. Jawohl, jetzt haben wir es zu. Jetzt kommt er wieder, der Iltis. Das gibt's doch gar nicht, die Drecksau. Entschuldigung, aber das kann ja nicht wahr sein. Da kommt der nächste Iltis. Der frisst unseren Eintopf hier. Jetzt komm. Ragnar macht das Ding jetzt zu, dann hat es sich doch erledigt. Das kann ja gar nicht sein. Jetzt fängt er da unten an. Kann ich dem sagen, dass er das bitte priorisieren soll? Nee, kann ich nicht. Oder doch hier? Nö. Nö, er macht es halt so, wie er will, ne? Ach, Ragnar, Mensch, ganz ehrlich. Jetzt überlege ich gerade, ob ich den Osbert nochmal mitbauen lasse, kurz. Dass der das vielleicht zumacht. Ich meine, es ist ja so eigentlich okay. Ich denke mal, sie sind eigentlich, was die Statistiken angeht, eigentlich geht es denen gut. Ja. Das ist eigentlich in Ordnung. Er ist halt hungrig. Das wird er jetzt gleich ändern, denke ich mal. Jetzt wird er gleich, jetzt gucken wir mal gleich, ob er sich über die Eintöpfe freut. Den nimmt er sich auf jeden Fall. Jetzt ist er doch, wieso ist denn die hier drinnen nicht? Ist da kein Stuhl mehr oder was? Na gut, er ist auf dem Bau, ne? Das müsste jetzt eigentlich so ein bisschen, jawohl, guck mal, im Sitzen gegessen, mittlere Erwartungen, hat ein anständiges Mahl gegessen, hat auch gleich gesagt, hey, schmeckt geil, sehr cool. Hier ist halt auch extrem dunkel, ne? Aber gefühlt müssen sie hier noch bauen, ja. Okay, ich dachte schon, die bauen gar nicht. So, hier wird weiter geforscht. Wir haben schon 18 Bücher. Das sieht sehr gut aus. Das nächste ist im Kommen. Das sind 19. Das macht er sehr gut. So, und der Ragnar muss halt Gas geben, ne? Zum Fällen ist hier noch genug. Das passt. Das ist jetzt erstmal alles ein bisschen niedrig. Aber wenn dann die Landwirtschaft losgeht, läuft das erstmal. Ich überlege halt gerade, ob ich eventuell den Oswald sogar erstmal wirklich forschen lasse. Dass der Ragnar das andere übernimmt, wenn er das jetzt mal fertig bauen würde. Ich weiß auch nicht, warum er das Haus jetzt echt als erstes baut. Aber ja. Vielleicht, weil die Häuser halt hier in der Nähe sind, ne? Wenn ich jetzt sage, ich nehme hier oben die Bäume weg. Und dann sage ich, dass er das hier nicht mehr machen soll. So. Dann geht er doch hoffentlich hier oben jetzt dann. Bäume, jetzt geht er schlafen. Da kriegst du da Macke. Geht der pennen. So, der Oswald geht in sein Bettchen. Ragnar geht dahin. Sehr gut. Wir müssen das im nächsten Tag jetzt fertig haben. Das ist einfach wichtig. Das ist zu wichtig. Es ärgert mich jetzt auch, dass wir das Thema so gar nicht hingekriegt haben. Jetzt überlege ich gerade, ob wir das Dach hier abbauen sollten. Weil. Jetzt machen wir auch das Reis mal ab. So. Wisst ihr? Jetzt reisen wir ab und bauen da ein neues drauf, was über den ganzen Bereich geht. Eventuell sogar hier ein Weidendach. Das fände ich richtig cool. Ja, da müssen wir es erst abreißen lassen. Ja, machen wir Weidendach drüber. Ja, der Iltis ist wieder da. Grüß dich, Freund. Jetzt ist er nicht nochmal. Ja, da kommt der Nächste. Hat sich rumgesprochen, dass wir Nahrung haben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Freunde, ihr müsst jetzt mal ein bisschen Gas geben, Ragnar. Bau mal das Zeug auf jetzt hier. Das gibt's ja nicht. Das darf uns im Winter definitiv nicht passieren. Oswald ist am Essen. Hier kommt schon der Nächste. Anwärter auf den Kühlschrank. Jetzt fressen uns die Bären weg da unten, oder was? Was fressen die denn da unten? Die fressen Bären. Was sind das für Wölfe? Oh, das hat er weggemacht. Und dann baue ich mal. Da kommt der Nächste. Was ist das Problem hier?
Ach, okay, ich sehe es schon. Ich glaube, das Problem ist, dass ich da keinen Zwischengang habe. Das müsste ich jetzt da hinsetzen. So. Das würde da sogar hingehen. Wagner, ich bitte dich jetzt, dass du jetzt mal das Haus hier zu Ende baust. Die Viecher holen uns das ganze Zeug weg. Das ist jetzt gerade auch nicht lustig. So 21, wir sind kurz vor der Forschung. Boah, herrlich. Also wenn wir die Landwirtschaft haben, dann ist alles gut. Was baust du jetzt? Ja, sehr gut. Ich werde doch hier das Dach bauen können. Das kann ja nicht sein. Oder steht das so weit drüber? Okay, das ist merkwürdig. Wir gucken gleich nochmal, bis wir das Gesetz kriegen. Muss doch hier drauf gehen. Da sagt er mir, das will er nicht. Jetzt baut er hier das Fenster. Sag mal, Ragnar, du willst mich doch verarschen, oder? Wie er sich freut auch noch. So, jetzt haben sie auch Fenster, jetzt auch ein bisschen Lichter hier drin, ist sehr schön. So, und jetzt wäre es halt wirklich nett, wenn du jetzt halt mal wirklich das hier noch fertig baust. Es sind eigentlich nur noch drei Wände, mein Freund. Der Rest ist mir ja scheißegal. Aber die drei Wände wären jetzt halt wirklich lustig und gut. Baumisslung, da kriegst du eine Macke. Das macht er mit Absicht. Ein bisschen Luft können wir ja sogar reinlassen, oder? Wenn wir hier so ein bisschen offen lassen. Vielleicht kriege ich das auch mit Dingern zu. Ich weiß es nicht. Ich setze jetzt erstmal das Dach hier. Ne, der ist doch zu, guck mal. Das sieht doch dann zu aus, oder? Ja, klar. Ich meine, ich könnte jetzt hier drüber. Boah, dann ist es komplett zu. Dann passt es auch. Ja, ist okay. Mach mal so. Dann ist da ein Zwischending. Das passt. Du gehst hin. Kann ja nicht sein hier. So, ich würde jetzt halt gerne, dass er das noch fertig forscht. Wie viel brauchen wir jetzt da noch? Sind wir doch eigentlich gleich dran, oder? Nee, ah, noch zwei Bücher. 24, genau, 26 brauchen wir. Der will die Mauer nicht setzen, ne? Guck dir den an hier. Die letzte Mauer will er nicht setzen. Ich sehe den nicht, den Menschen. Weil dann kann ich ihn auch wieder kochen lassen, den Oswald. Das bringt dir jetzt sonst nichts. Wir müssen halt jetzt Stück für Stück ranmachen. So, der nächste, der dann kommt, hoffentlich ist es einer, der forschen kann. Das wäre sehr, sehr wichtig. Gucken wir uns gleich mal an, wie das aussieht mit dem Rehgipsdach hier. Jo, das sieht super aus. Boah, das gefällt gut. Hey, das sieht aber wirklich gut aus. Gefällt mir fast sogar ein bisschen besser wie das Strohdach. Aber wir können jetzt sagen, zum Beispiel, dass wir die Wohngebäude erstmal so mit Strohdach machen. Was ist denn los? Forschung verfügbar. Ey, Oberst, Ostbert, Oberst. Was ist los? Wieso seid ihr gestresst? Wir haben eine neue Forschung. Pass auf, dann kann er definitiv jetzt damit aufhören und ins Kochen gehen. Der Ostbert. Und dann können wir die Landwirtschaft erforschen. Oh, ich freue mich. Jawohl! Landwirtschaft erforscht. Guck mal kurz rein. Sehe Nutzpflanzen auf den Feldern, um die Versorgung mit Lebensmitteln für den kommenden Winter zu sichern. Wähle eine Nutzpflanze im Bereichsfenster und ziehe es dann in die gewünschte Größe. Jawohl, für die Aussaat benötigst du einen entsprechenden Vorrat an Samen und Setzlingen. Das ist gut. Hoffentlich können wir schon was bauen. Wo legt man die Felder an? Was haben wir gesagt? Wollte man noch mal gucken kurz. Hier was Grünes? Da wäre es. Hier wäre es überragend gut. Hier wäre es halt überragend gut.
Oh. Wie sieht denn das aus jetzt mit dem Pflanzbereich? Ich guck mal, Kohlfeld, das können wir ja pflanzen. Wir haben aber keine Samen dafür. Das ist natürlich uncool. Jetzt ist natürlich wieder uncool. Können wir irgendwas bauen, wo wir irgendwas haben? Birkensetzlinge haben wir halt wesentlich viele. Dann lass uns erstmal ein paar Bäume pflanzen. Komm mal her. Dann machen wir jetzt uns erstmal hier so einen kleinen. So. Und hier nochmal so einen Bereich. Dann kann da erstmal gepflanzt werden. Er forscht halt immer noch weiter, ne? Achso, vielleicht haben wir auch keine Nahrungsmittel mehr. Ist ja ungünstig jetzt. Das macht er aber auch, ne? Ernten, Tierhaltung, anpflanzen, das passt, das passt, das passt. Forschung auf 2. Dann mache ich Forschung jetzt erstmal auf 3. Jetzt pflanzt er an. Und wir sagen jetzt erstmal, dass er hier erstmal Stück für Stück Nahrung sammeln soll. Dass wir hier erstmal anfangen. Ach, guck mal. Wir haben eigentlich genug Nahrung da. So, das ist zu hier. Dann sind wir da jetzt eigentlich auch erstmal relativ safe und entspannt. Sehr, sehr cool. Ragnar, hast du gut gemacht. Dann können wir jetzt erstmal anfangen mit Kochen, ne? Der Auswärter gärtnert, das ist gut. Er holt jetzt erstmal die Setzlinge und baut hier die Bäumchen auf. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen Holz gesichert. Und er baut dem Osbert jetzt hier sein Häuschen. Er ist halt eher der Bergbauer, ne, der Osbert. Aber für den Anfang geht es erstmal. Das können wir ja dann immer noch machen. So, die Forschungsbank, die können wir doch eigentlich schon verrücken. Verlagern, genau. Und zwar hier rein. Und da hatte ich ja gesagt, vor das Fenster, ne? Das gut aus. So, hier genau hin. Jo, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Dann haben wir hier die Forschung nämlich schon mal drinne. Dorfbewohner ist erschöpft. Was hat er? Wo ist er jetzt umgefallen hier draußen oder was? Wo bist du denn hin? Nee, ich dachte jetzt schon. Meist kaputt, ne? Ihr Lieben, dann sind wir aber hier erstmal wieder an einem guten Punkt angekommen. Heute eine kürzere Folge. Aber das Häuschen steht. Das Problem mit den Tieren haben wir, glaube ich, auch in den Griff gekriegt. Und die Landwirtschaft haben wir erlernt. Und es war sehr produktiv. Finde ich gut. Gefällt mir. Hier mache ich keine Tür rein, weil ich nicht weiß, ob die Tiere da durchrennen. Das müssen wir beobachten. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss.